Ah, Leute, ist das ein geiler Film. Pass auf, jetzt, also. Am 26.04. kommt nicht nur der heiß ersehnte Kracher Avengers Infinity War, nein, es kommt auch ein Film raus, den ich schon vor einer Woche sehen durfte, nämlich You Were Never Really Here von Lynn Ramsey mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle. In Deutschland hat man sich aber gedacht, You Were Never Really Here, das ist uns zu sperrig und verstehen bestimmt auch viele nicht, ist ja Englisch, deswegen brauchen wir einen anderen Titel für Deutschland und was macht man dann? Völlig klar, man nennt den Film in Deutschland A Beautiful Day. Ist ja logisch. Macht zwar am Ende des Films Sinn, aber erklär mir mal bitte einer, wer da die Titel auswählt für den deutschen Markt. Ich verstehe es nicht. Egal, denn als ich direkt aus dem Kino kam, habe ich mich zu der Aussage hinreißen lassen, es sei der beste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe. Man ist ja immer so ein bisschen euphorisiert nach dem Kino. Jetzt mit ein bisschen Abstand muss ich das natürlich revidieren. Ja, man ist ja wirklich so emotional aufgeladen, wenn man da aus dem Film rauskommt. Da schätzt man die Sachen oft etwas falsch ein. Jetzt würde ich auf jeden Fall sagen, war das der beste Film seit einer noch längeren Zeit als nur seit Anfang des Jahres. In aller Kürze und der Reihe nach, ich bin wirklich auf 180. Joaquin Phoenix spielt Joe, einen Veteran, der im Einsatz in Afghanistan war und auch beim FBI. Und der lebt jetzt wieder in New York, zusammen mit seiner sehr kranken Mutter, um die er sich auch zu Hause kümmert. Seinen Lebensunterhalt verdient er im Prinzip so als Hitman, also als auftragsböser Junge, der darauf spezialisiert ist, entführte Mädchen zu finden und zurückzubringen, zu ihren Eltern zum Beispiel. Eines Tages kommt eben einer von diesen Aufträgen von einem hochrangigen Politiker, der seine entführte Tochter zurückhaben will. Und bei dem Auftrag steckt dann noch mehr dahinter und das Ganze nimmt dann auch für Joe persönlich viel größere Ausmaße an. Ihr merkt, die Story an sich klingt vielleicht jetzt so ein bisschen nach Leon der Profi, nach Man on Fire, vielleicht sogar ein bisschen nach Logan. Also es klingt nicht wirklich originell, weil harter Typ und junges Mädchen und dann kommen da so Vatergefühle. Das hat man auf jeden Fall schon öfter gelesen und auch gehört und auch gesehen. Und dennoch ist das ein Wahnsinnsfilm. Es geht nämlich hier nicht um das Was, sondern vor allem auch um das Wie. In recht diffusen Flashbacks sieht man immer wieder Fragmente von Joes Vergangenheit und lernt dann nach und nach auch mehr über ihn und vor allem über seine unzähligen traumatischen Erlebnisse, die ihn praktisch sein Leben lang und in wirklich vielen verschiedenen Lebensphasen begleitet haben. Dabei wird aber hier viel der Vorstellungskraft und vor allem der Rübe, dem Kopf der Zuschauer überlassen. Und es wird eben nicht alles vorgekaut und zurechtgelegt oder dann irgendwie kommt die große Offenbarung, was ist denn nun mit ihm los? Außer, dass relativ schnell klar ist, dass er halt wirklich an PTBS oder PTSD, wie es im Englischen heißt, leidet. Der Zuschauer sieht Joe als völlig verstörten, hochgradig depressiven Typen, der total autodestruktiv ist, ständig halluziniert, im Prinzip lebensmüde ist. Schon mal eigentlich wahnsinnig schlechte Voraussetzung, um einen Helden zu etablieren. Und normalerweise würde man bei so einer Ausgangslage eigentlich auch ständig dazu neigen, vom Protagonisten eher genervt zu sein oder zu fragen, was ist denn nun los mit ihm? Was hat er denn? Der nervt, der soll sich mal nicht so haben. Hier aber eben nicht. Was natürlich an der Geschichte liegt, aber eben zu einem riesengroßen Teil am brutal guten Joaquin Phoenix. Das ist wirklich überragend gespielt und wieder mal ein Paradebeispiel dafür, wie man mit ganz, ganz wenig ganz, ganz viel macht. Dieser Wahnsinn und seine psychische Labilität nimmt im Laufe der Geschichte auch noch zu und gipfelt dann auch in einem völlig irrwitzigen Finale, das im Prinzip als Zusammenfassung von diesem total unbeständigen Charakter gesehen werden kann. Man sieht Joe auch im Prinzip in jeder Szene, also er hat wirklich durchweg Screentime, sodass Phoenix den Film eigentlich wirklich trägt. Der Film dabei aber auch handwerklich und technisch so fantastisch ist, dass es zu keinem Zeitpunkt zu viel ist, sondern man eher im Gegenteil von seinem großartigen Spiel gar nicht genug kriegt. Und dabei kommt es auch zu völlig abstrusen Situationen, die total komisch und seltsam und oft auch lustig sind, aber eben nie lächerlich. Die Schottin Lynn Ramsey hat Regie geführt und auch das Drehbuch geschrieben und dabei einen Roman von Jonathan Ames adaptiert, der auch erst, glaube ich, 2013 erschienen ist. Und Ramsey hat bis jetzt einige Kurzfilme gemacht und auch schon drei Spielfilme. Der bekannteste dürfte ihr letzter Film sein, We Need to Talk About Kevin mit Tilda Swinton und dem Flash-Darsteller Ezra Miller zum Beispiel. Den habe ich leider noch nicht gesehen, aber bis jetzt eigentlich nur Gutes gehört. Und auch in dem Film sind Gewalt und Traumata auch ein riesengroßes Thema. Und Ramsey war dann auch bei You Were Never Really Here oder A Beautiful Day sehr schnell fasziniert von der Geschichte und hat angefangen, das Drehbuch zu schreiben und hatte auch sehr schnell schon Phoenix für die Hauptrolle im Kopf.
Er hat auch ziemlich schnell zugesagt eigentlich und das war sogar das erste Mal, dass er für eine Rolle zugesagt hat, ohne den oder die Regisseurin in dem Fall zuvor persönlich kennengelernt zu haben. So überzeugt war er einfach schon von der Geschichte. Das lief also alles übers Telefon. Sie hatte zu dem Zeitpunkt aber das Drehbuch noch gar nicht fertig und meinte, sie würden dann irgendwie erst in einem Jahr oder so anfangen zu drehen. Daraufhin hat Phoenix wiederum gesagt, dass er ja gar nicht weiß, wie es ihm in einem Jahr gehen wird und was er da so machen wird. Vielleicht wird er andere Projekte haben oder vielleicht wird er auch gar nicht in der Stimmung oder in der mentalen Verfassung sein, um diesen Film zu drehen. Phoenix ist ja da immer auch so ein ziemlicher Kopftyp, ne? Manchmal so ein bisschen seltsam. Also auch hier wirklich seinem Ruf so als sonderbarer Typ wirklich gerecht geworden. Und dann hat sich bei ihm aber irgendwie schon früher ein Zeitfenster aufgemacht. Er hat dann Lynn Ramsey Druck gemacht, sie soll das Drehbuch schneller fertig machen. Und sie haben schon ein halbes Jahr vorher im Sommer angefangen zu drehen, als ursprünglich geplant. Obwohl Ramsey das Ganze eben eigentlich im winterlichen New York spielen lassen wollte. Ramsey hat auch mehrmals betont, dass das für sie wirklich eine sehr New York-typische Geschichte ist und es keinen anderen Schauplatz eigentlich geben darf. Und auch eine sehr Film-Noir-mäßige Geschichte. Und genau dieses New York-Gefühl und auch so diese Film-Noir, diese Film-Noir-Atmosphäre hat sie auch geschafft, auf die Leinwand zu bringen. Ein weiteres Riesenthema ist der Sound in diesem Film. Mit A Quiet Place kam diesen Monat ja auch schon ein Film raus, der durch Stille sehr, sehr viel erzeugt hat. Da ist es ja eben die ganze Zeit ruhig. Hier sind es eben genau im Gegenteil oft absurd brutale und sehr laute Geräusche, sehr bedrohliche Musik und synthetische Sounds, die oftmals eigentlich auch viel brachialer klingen als das Geschehen auf der Leinwand. Oder einem das Gefühl vermitteln, gleich geht's hier aber so richtig ab, aber dann ist alles irgendwie doch nur halb so wild. Man kommt als Zuschauer dadurch so ständig in diese Stresssituation, in der sich auch Joe die ganze Zeit befindet, völlig zerrissen und verstört. Und ebenfalls grandios ist der Schnitt von Joe Beany, mit dem Ramsey auch schon zusammengearbeitet hat, wie sich Spannung und Ruhe abwechseln, wie man in Szenen zum Teil wirklich direkt reingeschmissen wird, wirklich großartig. Ein von vorne bis hinten fantastischer, sensationeller, überragender Film mit einem mega Soundtrack, in nur 90 Minuten erzählt, aber trotzdem keine Szene zu wenig, keine Szene zu viel. Es passt einfach alles. Erinnert selbstverständlich vom Gefühl her an Taxi Driver, auch an Drive. Ist aber meiner Meinung nach noch vielschichtiger als Drive, den ich ja auch absolut fantastisch finde und liebe. Der Film hat völlig zu Recht das beste Drehbuch in Cannes gewonnen und Joaquin Phoenix ist absolute Weltklasse, hat in Cannes auch den Preis für besten Schauspieler gewonnen. Der Weg für den nächsten Oscar kann nur über ihn führen. Da lege ich mich jetzt schon im April fest. Also ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu euphorisiert und habe euch heiß gemacht und am Ende findet ihr den Film alle kacke. Ich finde, der Film ist absolute Weltklasse, wirklich Wahnsinn. Schaut ihn euch unbedingt an, schaut ihn euch auch unbedingt im Kino an. Es lohnt sich gerade, wenn ihr ein bisschen Kontrastprogramm zu den aktuellen und kommenden Blockbustern haben wollt. Und es vielleicht auch so ein bisschen mehr für den Kopf sein darf für euch, dass man doch mal ein bisschen nachdenken muss, dass man rausgeht und ein bisschen bewegt ist von dem Film einfach, ja? Schreibt mir sehr, sehr gerne eure Meinung in die Comments, falls ihr den Film sogar schon gesehen habt. Ich hoffe, den einen oder anderen für den Film begeistert zu haben oder begeistern zu können. Checkt natürlich auch die letzten Videos auf der Filmfabrik, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Ich gehe einen Tee trinken und mich beruhigen. Wir sehen uns. Bis bald.